Ja, also in den Abendstunden des 18. Juli, das war der Montag, sprich vor 2 Tagen, haben Einsatzkräfte in einer Wohnung in Leibnitz eine leblose Frau entdeckt. Angehörige haben mehr oder weniger den Einsatz in Gang gebracht, nachdem die 41-Jährige nicht wie gewohnt erreichbar war. Daraufhin gab es dann eine Wohnungsöffnung und in der Wohnung selbst entdeckten dann Polizisten und Einsatzkräfte die leblose 41-jährige Frau. Ein Arzt konnte in der Folge nur mehr den Tod feststellen. Und die Todesursache, die zu Beginn alles andere als klar war, konnte mittlerweile aufgrund einer Obduktion sichergestellt werden. Das heißt, die Staatsanwaltschaft Graz hat diese Obduktion angeordnet. Diese hat mittlerweile stattgefunden und nun gehen wir aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse von einem Gewaltverbrechen aus und ermitteln deswegen hinsichtlich des Mordes laufen jetzt eben die Ermittlungen. Gibt es da schon irgendwelche Hinweise, die man verraten darf, in welche Richtung es geht? Mit wem hat die Dame zusammengelebt? Also die Dame hat unter anderem mit ihrem Sohn in der besagten Wohnung gelebt. Das ist ein 24-jähriger Mann. Er stand grundsätzlich in engem Kontakt mit den Familienangehörigen. Er ist allerdings seit dem Fund der Leiche verschwunden. Das heißt, nach ihm läuft aktuell auf Hochtouren die Fahndung, weil natürlich für uns die Erkenntnisse seinerseits relevant sind für den weiteren Ermittlungsverlauf. Also kann man von einem Mordalarm sozusagen sprechen, also wird in die Richtung auch ermittelt? Selbstverständlich, es laufen derzeit die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des Mordes. Die mittlerweile stattgefundene Obduktion hat ergeben, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Gewaltverbrechen vorliegt und dass die Frau eben eines gewaltsamen Todes verstorben ist. Die Art und Weise dessen wollen wir aus taktischen Gründen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beschreiben, weil das natürlich in Anbetracht der laufenden Fahndung relevant ist, hier natürlich mit den Informationen noch sorgsam umzugehen.